Wir haben bis 0 Uhr geprobt und wir sind gar, Digga. Oh Gott. Yo, Freunde, es ist Wochenende und holy shit, ist das Wetter geil, Mann. Wir spielen dieses Wochenende 2 Auftritte, einmal in Nordmoor bei der Sportwoche und einmal in Emden beim Stadtteilfest. Let's go. Wir laden dann schon mal ein. Chris ist zu spät. Ausnahmsweise bin ich mal nicht zu spät. Wäre schön, wenn wir irgendwann mal einen Proberaum hätten, wenn ich im 3. Stock fliegen würde. Wir sind unterwegs! Hat man noch mehr jetzt! Geh ruhig nicht beiseite, Digga, danke. So, gleich geht's los. Schwimmen wir heute? So, wir haben uns überlegt, dass wir ein neues Ritual einführen. Und zwar wollen wir in Zukunft vor unseren Auftritten ein bisschen abpacken. Ich hab einen Bus und meine Busmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. La 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 la. Die wunderschöne Laila. Und was soll das Ganze bewirken? Damit wir ein bisschen aufpacken! Damit wir ein bisschen zappeliger auf der Bühne werden. Ein bisschen bewegen, ne? Ich sitze schon wieder im Bulli und warte auf die anderen beiden. Marvin und Chris kommen gleich und dann nehme ich die beiden mit. Wir fahren straight zum Soundcheck und danach können wir erstmal die Sonne genießen. Erster Tag ist geschafft, kein Kater, auf dem Weg nach Emden und weiter geht's. Ich hab den Jürgen Dreves gesehen, ich sah ihn auf der Bühne stehen. Er wollte nicht mehr runtergehen. Wir machen es gerade Soundcheck. Und jetzt machen wir uns noch einen schönen Tag, bis wir dann später spielen. Rumkriegen. Der ist ein bisschen müde. Ja. Aber um 8 Uhr. Habt ihr auch was von Peter Wackel? Sicher. Ich wusste nicht, dass das an war. Maximal widerlich, der Junge. Ich aber auch. I have been told.
wasted. Unten kommt die Gurke rein.